Herzlich willkommen hier im Kulturhaus Spandau. Mein Name ist Chris und mich fragen immer wieder Gäste, sag mal, was machst du denn die ganze Zeit, wenn du nicht selber auf der Bühne stehst oder als Licht- und Tontechniker hier wirkst? Ja, und ich dachte mir, ich lade sie heute dazu ein, zu mir nach Hause zu kommen, um zu schauen, was ich dort so alles tue, sozusagen im Backstage von Chris. Also, was ich im Hintergrund tue. Also, dann folgen Sie mir doch mal einfach. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hier passiert alles im Hintergrund. Egal, ob es für die Bühne ist oder ich selber auf der Bühne stehe. Und ich möchte euch einen ganz speziellen Raum, jedenfalls für mich, euch zeigen. Kommt einfach mit. Ja, das ist ein ganz besonderes Zimmer für mich. Da haben wir eine magische Ecke, dann die musikalische Ecke und, achso, so sieht mein Heim gemalt aus. Ja, hier spiele ich Klavier. Kräftig geübt werden. Aber jetzt sehen Sie, warum man im Hintergrund noch fleißig üben muss. Oder ich spiele Dudelsack. Ich sehe schon, auch da ist noch Übung Bedarf. Oder? Ja, es gibt noch einen Raum, den ich ganz gerne euch zeigen möchte. Ein ganz spezieller Raum. Ihr fragt euch bestimmt, wie werden Zauberwunder Wirklichkeit? Ja, man braucht dazu, ja, sowas wie ein Becher, also eher eine Schüssel ist das ja, dazu die richtigen Zutaten. Aber daraus kann man dann mit einem richtigen Zauberstab was Tolles draus machen. So. Lebt noch ganz gut. Und das Ganze kommt dann ins richtige Gewand hinein. Also, alles ganz schön vermengt hier. Oh. Oh, perfekt. Und das Schöne ist bei der Zauberkunst, man kann naschen davon. Und danach kommt das Ganze hier in den Hexenkessel rein. Oh. Wahnsinnig heiß dort drinne. Ja, jetzt haben wir sozusagen in den Hexenkessel unsere Form drin gehabt für nur wenige Minuten. Und jetzt holen wir es raus und lassen jetzt die Magie für sich sprechen. Achtung! Abracadabra! Oh. Sieht doch gut aus, oder? Wunder gibt's überall auf der Welt. Sei es auf der Straße, bei Ihnen zu Hause oder bei mir. Und heute möchte ich Ihnen gerne ein Wunder präsentieren. Das mit der Münze und dem Tuch. Das Tuch wird zum Auffangbehälter der Münze und die Münze soll in dieses Tuch hinein. Dazu brauche ich Zauberpapier,
Sie denken, die Münze ist bereits schon weg. Nein, es ist noch da. Aber was ich noch benötige, ist Zauberfeuer. Mal sehen. Nicht. Das ist nicht. Ah, hier haben wir es. Achten Sie jetzt, jetzt passiert's. Haben Sie es gesehen? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Denn das Auge ist nicht so schnell wie Magie. Schauen wir mal nach, ob es geklappt hat. Und da ist die Münze. Wunder gibt es überall auf der Welt. Auch bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, beste Gesundheit. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. Thank you.